Hallo, keine Ahnung, wie ich das mit dir anfangen soll. Hey, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das letzte Video ist vielleicht ein, zwei Tage her. Ja. Yeah. Und ich möchte zuerst mal, bevor das alles hier losgeht, sagen, das Ganze wird jetzt kein wirkliches Projekt im Sinne von wow, guck, das ist jetzt das Hero Project und wir bauen jetzt hier ganz normal weiter. Nein, das Ganze ist ein ich laber mal ein bisschen Video. Sehen sich wahrscheinlich nicht so viele an. Und nebenbei spiele ich hier ein bisschen auf dem Vanilla-Server, kann euch ja mal ein bisschen ja, geh einfach ein bisschen durch, keine Ahnung, baue was, ich weiß es nicht. Wollte einfach nur irgendwas Sichtbares haben, für die, die es interessiert. Ich hätte mal vor, hier eine Let's Show zu machen, also ist halt der Commandant Minecraft. Da gibt es halt so ein paar Sachen, die ich geschrieben habe. Die Spawninsel kennt man bestimmt aus einem anderen Projekt. Allerdings wurde die von mir selbst geschrieben, da es, glaube ich, bis heute noch kein Tutorial dazu gibt, wie die funktioniert hat. Ja, also. Ich kann euch noch nur ganz schnell einen Tipp geben, und zwar für Leute, die Commands in der 1.11 geschrieben haben und nun auf 1.12 updaten. Mojang verlangt nun, dass diese IDs unter Anführungszeichen stehen, denn wenn die das nicht mehr tun, dann will das nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, ich musste hingehen und all meine Commands umschreiben, da die alle defekt waren. Ja, danke Mojang. Okay, nun, um was hier geht, ich möchte eigentlich sagen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Ich glaube, das habe ich mir jetzt nicht. Wollte ich vorher machen, habe ich nicht. Ich weiß, ich bin ein Dummkopf und ich sehe, dass ich rechts wieder übelst leise bin. Tut mir echt leid, keine Ahnung. Ich kaufe mir ein neues Mikro. Ich bestelle mir das heute, versprochen. Ich weiß, ich habe schon so oft gesagt. Ja, das Video, keine Ahnung, wie lang das wird. Ich möchte einfach über ein paar Sachen reden und die ich halt so in den Videos angeschnitten habe, und damit fangen wir eigentlich gleich schon an, denn dort gibt es schon ein Thema, was natürlich wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen zur Zeit auf meinem Kanal ist. Und das ist das Hero Project. Was ist damit? Ist das offline? Gibt es das Projekt nicht mehr? Ist es vorbei? Was genau ist jetzt eigentlich mit das Hero Project? Lustigerweise gab es bei uns im privaten Kreis, gab es, ich glaube, ich reiste mal einfach die Strecke da ab, gab es immer wieder den Joke, dass ich bei The Zero Project mit Folge 27 aufhören werde. Einfach aus dem Grund, weil meinte ich bei mir auch nie weiter, als Folge 27 gekommen ist. Und das ist halt mein längstes Let's Play. Ja, bei mir gibt es keine Let's Plays, die 100 Folgen lang gehen. Mein längstes waren halt 27 Folgen. Wenn wir das Ende mit den letzten drei Folgen hinzuzählen, sind das 30 oder 31. Also eh eine, ja, gut aufgerundete Zahl. Ja, und nun ist es halt wieder das gleiche Prinzip, dass das Hero Project, dass bei The Hero Project das letzte Video wieder genau bei Folge 27 aufhört. Zusätzlich noch der Filmtitel, so jetzt ist Schluss, ist natürlich relativ witzig passend dazu gewesen. Das war aber alles nicht meine Absicht, sondern die 27. Folge kam zwar nicht am 1. April online, wurde jedoch am 27. Kam jedoch nicht am 1. April online, sondern am 3. glaube ich, wurde jedoch als 1. April Folge aufgenommen. Ja, wurde als 1. April-Folge aufgenommen, kam am 3. online, und da sonst der Anfang einfach nicht mehr zusammenpassen würde mit dem, was danach passiert ist, entschied ich mich, das halt trotzdem noch so zu schneiden und so hochzuladen. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Titel, so jetzt ist Schluss, ein April-Scherz, und 27 ist zurzeit die letzte Folge auf meinem Kanal. Ja, ich möchte das Hero Project noch weiterführen. Allerdings gibt es ein paar Sachen. Ich möchte das Hero Project im Grunde genommen beenden,
aber auch wiederum nicht. Das ist jetzt ein bisschen komisch zu verstehen. Ich möchte das Hero Project gerne als Serverprojekt beenden. Das bedeutet, der Server wird offline gehen. By the way, das ist auch ein Server, nur so. Also der Technik-Server läuft, den haben wir, dauert wegen dem Service-Aspekt, den haben wir hier, hier seht ihr den Zero Project-Server und hier seht ihr eben unseren Server. Ja, jetzt tagt es wieder kurz, weil wir das Resource-Pack rein tun müssen. Hier gibt es nämlich ein Service-Aspekt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall möchte ich, dass der Zero Project Server offline geht. Aber halt nicht offline im Sinne von, er wird ausgeschaltet, sondern der Zero Project Server wird halt resettet. Sagen wir es so. Zero Project soll ein Projekt sein, das sich jetzt vielleicht komisch anhört. Aber ich möchte quasi zwei Zero Project Staffeln überschneiden. Da Kollegen, also Leute, die halt mit in dem Projekt spielen, haben halt vor, dass wir von neu anfangen, einfach weil sie auch keine Lust mehr haben, dort weiterzuspielen und sonstiges. Ich hingegen habe schon noch Lust, ich möchte das zumindest fertig bringen. Und ich möchte aber jetzt nicht der Typ sein, der sagt, nee, ich möchte das Hero Project wirklich so lange online lassen, bis ich endlich wieder die Lust finde und endlich wieder hochlade. So möchte ich natürlich auch nicht sein, also ja. Ich möchte halt auch nicht die Art von Typ sein, die nun einfach sagt, nee, wir machen das nicht, weil ich halt noch nicht fertig bin und ich möchte das gerne fertig bringen. Also ich bin, ohne jetzt anzugeben, der weiteste auf dem Server, ist klar, das war schon immer so, dass bei Leuten relativ schnell die Luft draußen ist. Ist leider so. Dann war halt ich immer der, der am weitesten gespielt hat und ja, jetzt ohne um den heißen Brei zu reden, was jetzt passieren soll, ist relativ simpel. Ich möchte das Zero Project. Kein Zucker mehr. Ich möchte das Zero Project gerne fertig machen. Möchte aber allerdings auch für andere Leute, die eben beim neuen mitspielen wollen, das Zero Project wieder öffnen. Und da keiner mehr auf den alten spielt, gibt es also eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung: das Server wird resettet. So, das würde jetzt bedeuten, es wird jetzt zwei Zero Project Staffeln geben auf meinem Kanal. Und zwar wird es einmal weiterführend das Zero Project geben. Wird nicht täglich kommen. Vielleicht kommen manchmal Passagen, wo es täglich kommt. Ich weiß es nicht. Momentan wird es auf jeden Fall nicht täglich kommen. Es wird halt einfach ab und zu, wenn mir die Lust kommt, passieren. Und ich werde mich halt dran sitzen und wirklich nur noch in Folgen etwas bauen. Also ich werde wahrscheinlich offscreen nichts mehr wirklich bauen. Das bedeutet, wir werden uns die Welt vom Server ziehen und werden dann offline weiterspielen. Wird natürlich vielleicht ein bisschen mehr Performance lastiger, dadurch, dass jetzt mein PC alles übernehmen muss. Ist halt leider so, kann ich nichts ändern. Also könnte ich, aber ich möchte mir jetzt nicht einen noch einen Server dafür besorgen. Deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden. Hier haben wir auch einen tollen Command. Man schläft auf dem Server sogar um eine kleine Millisekunde schneller ein. Das hat seine Gründe. Ja, auf jeden Fall möchte ich das Zero Project weiterhin bringen und möchte auf meinen Kanal die Staffel fertig machen. Das ist echt schwer, sich zu konzentrieren. Okay, ich glaube, wir machen das jetzt mal so. Das darf. So. Genau. Warum ist das so? Okay, naja, ist egal. Ich möchte auf jeden Fall die Zero Project Staffel für mich persönlich selbst beenden. Also werden wir
werden wir das Hero Project 1 und das Hero Project 2 parallel laufen lassen. Allerdings wird auf das Hero Project 1 wahrscheinlich niemand mehr mitspielen. Es wird jetzt ein reines Singleplayer-Projekt, welches ich zu Ende bringe. Und dann habe ich eben vor, gelegentlich Let's Shows von The Hero Project 2 zu machen. Das bedeutet, ich werde bei The Hero Project 2 mitspielen, Sachen machen und das dementsprechend hochladen, wie ich Lust habe. Denn persönlich muss ich zugeben, ich schaue englischen und amerikanischen Content. Also ich bin im deutschen Raum nicht so aktiv. Also es gibt schon ein paar YouTuber, die ich schaue im deutschen Bereich, aber das sind eher eigentlich als kleinere YouTuber. Also damit meine ich jetzt, die nicht die 100.000 geknackt haben. Und ich glaube auch ein paar, die nicht mal die 10.000 geknackt haben. Und ja, es sind nicht Leute, die ich jetzt privat kenne. Also es sind schon Leute, die ich persönlich nicht kenne. Einfach weil es bei mir so ist, wenn mir der Content gefällt, dann abonniere ich. Und ja, das ist halt einfach der Fall eher mehr bei englischen oder amerikanischen Videos. Und auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist, ich fühle mich so dazu gezwungen, alles zu zeigen. Das bedeutet wirklich, alles, was ich spiele, möchte ich zeigen. Ich weiß, das habe ich bei The Hero Project ja eigentlich auch nicht getan. Ich habe den Controller offscreen gebaut, ich habe viele Warehouses offscreen gebaut, ich habe die ganzen, außer eine Quantum Curry, habe ich alle anderen offscreen gebaut. Aber an sich fühle ich mich so, als müsste ich alles zeigen, was ich mache. Und bei amerikanischen Content oder englischen Content gibt's eigentlich viele YouTuber, bei denen ich sehe, dass die einfach auf Projekten mitspielen und die einfach das machen, worauf sie halt Lust haben. Das bedeutet, die spielen offscreen und sie bauen offscreen viel und dann nehmen sie einfach am nächsten Tag auf und zeigen das oder zeigen es auch manchmal auch nicht. Zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, wenn ich etwas offscreen gebaut habe, muss ich es auch zeigen. Das ist eigentlich aber auch nicht der Fall. Denn vieles, was halt von denen gebaut wird, zeigen die meistens nicht mal. Sondern in irgendwelchen Parts kommt das mal und dann sagen die halt, oh ja, stimmt, das habe ich vergessen. Hier, das habe ich noch offscreen gebaut. Und das kommt dann erst 5-6 Folgen, nachdem sie es schon lange auf Screen mal gebaut haben. Und das ist halt so die Sache, das werde ich wahrscheinlich bei Hero Project 2 machen. Ich werde einfach das Projekt so machen, wie ich Lust habe. Das bedeutet, Hero Project 2 wird komplett ja random sein. Ich keine Ahnung, vielleicht kommt einmal eine ganz normale Folge, wo ich wirklich ganz normal irgendetwas baue und es euch zeige, weil es so interessant ist oder ich es interessant finde. Oder vielleicht werde ich einfach mal wieder am Wochenende oder halt unter der Woche ein Video hochladen und euch alles Mögliche von allen unterschiedlichen Leuten oder auch von mir zeigen, was ich gebaut habe, wie weit wir sind. Ja, vielleicht wird es dann einfach mal wirklich jeden Tag wieder ein Video geben und es wird wieder kurzzeitig ein ganz normales Let's Play und dann wird es aber wieder Let's Show. Also bei Hero Project 2 möchte ich halt wirklich, wenn mir die Lust kommt, das aufzunehmen, nehme ich es auf, wenn mir die Idee kommt, mache ich das so. Das bedeutet, es können auch mal Timelapse sein oder keine Ahnung, vielleicht kämpfe ich mal gegen irgendjemanden oder mache irgendeinen Boss-Battle, ich weiß es nicht und dann nehme ich das einfach auf, obwohl das komplett zusammenhangslos ist. Und das möchte ich halt gerne mit The Hero Project 2 machen, während ich aber nebenbei The Hero Project 1 noch fertig bringe. Das heißt, es wird auf meinem Kanal beide Staffeln noch geben. Und bei Staffel 2 wahrscheinlich halt nicht so viele Folgen. Bei Staffel 1 jedoch möchte ich das schon gerne eigentlich so weit bringen, wie ich es halt schaffe. Und da kommen wir eben zum nächsten Punkt. Die Lust, die verloren geht. Und zwar ist das Problem bei The Hero Project, die Lust kommt allmählich wieder. Ich war jetzt wieder mal seit langem auf dem Server und hab wirklich mal nachgesehen, was ist, wir haben mittlerweile 11.000 Wither-Skelett-Schädel und die Warehouses waren voll, also ich habe mehr craften müssen. Das bedeutet, ich habe sogar Firelocks
nun auch in Draws gespeichert, weil es waren auch 17k, also haben auch viel Speicher eingenommen. Dann sind die auch schon wieder verräumt. Und ja, das ist halt das Ding, also die Lust, also die Sache ist halt, die Lust ist bei mir verloren gegangen. Mittlerweile kommt sie wieder. Das Problem ist, die Lust geht verloren, weil ich nicht wirklich weiß, was ich machen soll mehr. Ich weiß, ich habe die Villa, die muss ich fertig bauen, klar. Wir haben aber allerdings schon ein Autocrafting. Wir haben da zwei ME-Systeme miteinander verbunden. Das bedeutet, es gibt drüben ein System, welches für die Speichersachen zuständig ist. Und links gibt es ein System, welches für die Autocrafting-Sachen zuständig ist. Und die zwei Systeme sind halt miteinander verbunden in unterschiedlichen Häusern. Was ja an sich eine coole Sache ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder bei Steel Project 2 machen werde oder wirklich mich wieder auf ein Haus fixieren werde. Denn ursprünglich war es gar nicht geplant, eine riesen Villa zu bauen. Ich habe einfach damit angefangen. Und ja, die Villa. Ich weiß, ich müsste die Villa fertig bauen, aber das ist halt so Feinschliffsache. Und das ist jetzt auch nicht so interessant, dass ich es jetzt wirklich Folgen packen wollen würde. Und ich persönlich habe auch momentan nicht wirklich sonderlich Lust, da die Villa fertig zu bauen. Und dann gäbe es eben noch die nächste Sache, dass ich ja das Atomkraftwerk bauen möchte von Industrial Craft, damit wir da unten wirklich Nuklearreaktoren haben. Und dann würde es noch den Fusionsreaktor vom Mechanism geben, den wir bauen müssten. Und halt Industrial Craft wirklich noch viel und eine Vyro statt einem Atomic Disassembler. Das wären halt alles noch Ziele. Aber das ist halt alles unnötig. Unnötig im Sinne von, wir bekommen von so gut wie allem, bekommen wir Erze rein und wir haben unendlich Strom. Das ist zum Beispiel ein Ding, warum ich von Big Reactors, also jetzt ja Extreme Reactors, nicht ein Fan war, da der Mod eigentlich meiner Meinung nach zu overpowered ist. Das gleiche gilt für Draconic Evolution, da ich glaube Vasky, der Entwickler von Botania, postet immer noch relativ lustige Memes dazu. Draconic Evolution, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Draconic Evolution ist kein Balanced Mod. Und das wird er auch nie sein, denn Draconic Evolution ist ein Mod, der darauf aus ist, der overpoweredste Mod von allen zu sein. Also, Draconic Evolution will der stärkste Mod sein. Er ist nicht einfach overpowered, weil sie das nicht balancen können, sondern wie gesagt, die Rüstung ist einfach. Der Mod-Entwickler selbst, glaube ich, hat das mal in einem Interview gesagt. Sie ist zu overpowered. Er hat sie zwar ein bisschen genervt im Sinne von, die hat ja jetzt Schutzschild und wenn man die ganze Zeit drauf klopft, ist es ja quasi möglich, jemanden zu killen. Aber das ist eigentlich auch nicht der Fall, sondern du bist eigentlich mit der Rüstung unverwundbar. Und das ist halt das Ding, Draconic Evolution ist halt zu overpowered. Und ich weiß, er ist im Modpack drin und eigentlich möchte ich auch noch gerne einen Energiespeicher damit bauen. Aber der Mod ist auch nur deshalb drin, weil eben das wieder Leute, die mitspielen wollten. Und ich möchte nicht von mir ausgehen, ich möchte nicht sagen, nein, nur weil es mir nicht gefällt, kommt das nicht rein. Aber dafür gefällt es 6 anderen Typen, die beim Projekt mitspielen. Also werde ich dann einfach sagen, ja, der Mod kommt rein. Und zum Beispiel, wenn das Modpack wiederkommt, also das Zero Project 2, dann wäre es zwar cool, wenn überhaupt die ganzen Mods mal auf 1.11 geupdatet wären. Viele sind es ja schon, Botania, Extra Utils und so, sind alle schon auf 1.11 geupdatet. Meine Idee wäre jetzt, Draconic Evolution Rezepte zu entfernen und selbst hinzuzufügen und selbst zu versuchen, es einigermaßen zu balancen. Was allerdings mir jetzt auch nicht so gelingen wird, weil an sich finde ich ja jetzt, dass die neuen Draconic Evolution Sachen eh schon viel erschwert wurden. Sie sind zwar immer noch saumäßig OP. Und überteuert, aber ja, sie sind halt einfach immer noch OP. Also mittlerweile brauchst du ja das Fusion Crafting für die OP-ste Rüstung und brauchst wirklich viele Nether Stars und viel Strom vor allen Dingen. Nur
macht das den Mod meiner Meinung nach nicht deswegen weniger OP. Und wie gesagt, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr rausgenommen, weil es halt einfach, wenn andere das wollen, gleich wie Extreme Reactors, wurde auch von anderen gewünscht. Ich persönlich bin kein Fan. Ich, vor dass Extreme Reactors drin war, habe ich Nuklearreaktoren oder Fusionsreaktoren gebaut. Und damit bin ich super ausgekommen. Und ja, jetzt gibt es halt auch Extreme Reactors. Und da sind wir halt jetzt auch bei dem Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte. Kleinigkeiten eben, wie ich gerade gesagt habe, Atomkraftwerk von Industrial Craft und Fusionsreaktor. Das eine, die eine Sache ist, Atomkraftwerk bräuchten wir quasi für Industrial Craft, weil dafür haben wir keine wirkliche Stromanlage, außer die Lava, die drei Geothermalgeneratoren, die von der Hölle abpumpen. Ja. Das ist unser Strom. Und der ist nun momentan dafür da, um den Excavator anzutreiben, um genügend Rubber zu haben. Das andere Ding wiederum ist, klar, wir brauchen den Strom für Industrial Craft. Was müssen wir aber mit Industrial Craft machen, was wir nicht brauchen? Was wir brauchen. Denn Maschinen haben wir von anderen Mods weitaus bessere. Also eine Erzverdopplung zu bauen wäre quasi ziemlich unnötig, weil wir schon eine Erstverdopplung von Mechanismen haben und die einfach viel schneller und viel besser läuft. Ich glaube auch selbst die von Ender.io würde noch schneller laufen. Also würde es eine Erzverdopplung sich jetzt vom Industrial Craft zum Beispiel nicht lohnen. Des Weiteren würde es sich nicht lohnen, eine UU-Matter Anlage zu bauen, denn was bringt uns UU-Matter im jetzigen Stadion? Wir haben alles. Ich wüsste jetzt nichts, was wir mit UU-Matter herstellen könnten, was wir jetzt in Massen brauchen. Mir zum Beispiel wäre die Idee gekommen, Drachenatem herstellen zu lassen, damit wir den Rainbow Generator bauen können und den wirklich unendlich betreiben können. Allerdings Drachenatem, glaube ich, müsste ich selbst wieder in der Config hinzufügen. Und das finde ich jetzt auch ziemlich unnötig. Denn, da kommen wir zum nächsten Punkt. Für was brauchen wir einen Fusionsreaktor? Wir haben genügend Strom. Wir haben unendlich Strom. Wir haben in der Config hinzugefügt, dass Quantum Queries nun Helorium geben. Und im Deep Dark sich auch Helorium generiert. Das bedeutet, die Quantum Queries farmen Helorium. Das bedeutet, wir bekommen unendlich Helorium. Dieses Helorium wiederum werden in die Reaktoren gesteckt, um sie dauerhaft zu betreiben. Bedeutet, die Reaktoren liefern uns unendlich Strom und das in Massen. Wenn ich jetzt den letzten Reaktor, den 8. noch bauen würde, dann produzieren wir, glaube ich, 940 Giga-RF pro Tick. Das ist fast 1 Mega RF pro Tick. Und das ist mehr als wie zwei Fusionsreaktoren miteinander generieren. Denn ein Fusionsreaktor produziert 400 Kilo RF. Das bedeutet, zwei Fusionsreaktoren produzieren gerade mal 800 Kilo RF. Oder waren es Giga RF? Nee, waren Kilo RF. Und das ist halt das, jetzt bin ich gerade neben die Schuhe gewesen. Wir produzieren dann ein Mega-RF, nicht ein Giga-RF. Und die Reaktoren produzieren, also die Fusionsreaktoren produzieren 400 Kilo-RF, also würden wir 800 Kilo-RF produzieren, also mit zwei Fusionsreaktoren, die saumäßig teuer zum Versorgen sind, weil wir eben die Flüssigkeit brauchen, die hergestellt werden müssen. Und die möchte ich am liebsten nicht in der Basis haben, weil die Fabriken schon ziemlich zu Lags führen und wir so schon genügend Lags haben. Wären Fusionsreaktoren auch relativ unnötig, weil die produzieren uns klar mehr Strom zusätzlich. Und eigentlich möchte ich ihn schon noch bauen.
Aber es bringt uns halt nichts. Es bringt uns wirklich im Endeffekt gar nichts, den... Ja, den zu bauen. Nächste Sache wäre Stromspeicher. Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Für was braucht man einen Stromspeicher? Ich habe die Quantum Crash ausgeschaltet, fällt mir gerade auf. Das bedeutet, wir machen wahrscheinlich bei Yelorum gerade, also nicht wahrscheinlich, wir machen bei Yelorum gerade Minus. Ich glaube aber selbst dadurch, dass wir Minus machen und ich die jetzt glaube ich schon seit 2 Tagen ausgeschalten habe, ich glaube nicht mal dadurch, dass 20k weg sind, das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind keine 20k in den Reaktoren geflossen. Und wir haben aber glaube ich 280k ungefähr an Items, also an Yelorium. Und das bedeutet, die Reaktoren laufen auch ohne Nachschub an Yelorium Ewigkeiten. Also brauchen wir, glaube ich, keinen Stromspeicher, weil für welchen Strom? Wir machen keinen Verlust. Wir werden niemals Verlust machen und wenn ich kurz vor der Yelorium-Krise stehe, brauche ich nur einen Hebel betätigen und die ganzen 12 Quantum Queries, oder 16, ich glaube 16, die ganzen 16 Quantum Queries fangen wieder an zu laufen. Und das ist halt saumäßig OP. Generell kommt mir vor, dass in der 1.10 viele Sachen einfach erleichtert wurden, weil die Quantum Query ist halt auch nur eine Query, die du in deiner Base aufstellst und für immer da stehen lassen kannst. Und sich niemals irgendwas verändern wird. Die Ender Query musstest du ja selbst eigenhändig noch umstellen. Ja, das ist halt das Ding, also die laufen halt dauerhaft, das bedeutet deine Erzproduktion ist auch dauerhaft im Betrieb und du bekommst dauerhaft Ressourcen, das bedeutet deine Erzvervierfachung oder Verfünffachung, wie es mit Mechanismen möglich ist, wäre auch unnötig. Ich habe einmal eine Erzvervierfachung gemacht, aber eine Erzvervierfachung mit dauernden Ressourcen und 16 Quantum Queries wäre einfach zu schwer zu bauen, weil die Flüssigkeiten, die wir dort produzieren müssten, wir bräuchten so viele Brine Towers. Wir bräuchten so viel und natürlich sollte es auch noch in der Wüste stehen, damit wir den Multiplikator kriegen. Das wäre so übermäßig teuer, dass es sich nicht auszahlen würde. Und vor allen Dingen, wir haben das Ganze mit Draws gemacht, bedeutet wir bekommen von Eisen oder bestimmten Materialien nicht mehr als 479k. Also unser Eisen ist voll. Alles, was zusätzlich ins System kommt, wird weggeschmissen. Und wenn ich mir ein Stack rausnehme und den vercrafte, dann ist am nächsten Tag der Stack wieder voll. Und das K-weise. Also ich glaube, ich kann mir an einem Tag 10k Eisen nehmen und am nächsten Tag sind die 10k wieder drin. Der Vorteil, warum ich das System gebaut habe, ohne irgendwelche Festplatten von Applied Logistics, habe ich, glaube ich, eh schon mal in einem Video gezeigt. Das ist die Enderlink. Ja, das ist das Enderlink-Teil, denn somit kann ich auf jedes Item von überall zugreifen. Also egal was, ich kann von überall drauf zugreifen, egal in welcher Dimension ich bin, und das ist halt cool. Nur leider ist das nicht hundertprozentig zu automatisieren. Dass das Teil immer voll ist, da es eine Flüssigkeit benötigt und ich habe es probiert mit der Player Chest, leider fügt Ender.io kein Filter hinzu, um zu testen, wie viel Flüssigkeit da noch drin ist. Wenn Ender.io das hinzufügen würde, dann wäre es möglich, dass das Enderlink-Teil niemals leer geht und das wäre persönlich schon, also das wäre echt cool. Ja. Und nächste Sache eben, Botania ist kein sonderlich großer Mod oder keiner, mit dem man sich, finde ich, allzu lang beschäftigen kann. Ich meine, am Anfang ist es wirklich ein ziemlich guter Mod. Allerdings ist die Sache, Mana Pools sind offscreen schnell voll. Wir haben momentan nur die Standard Dandelions. Nein, Dandelions gibt's nicht mehr. Keine Ahnung, wie die nochmal heißen für die Kohle. Wir haben momentan nur die und schmeißen da auf Kohle rauf, welche wir sowieso schnell nachproduzieren.
Also schmeißen dauerhaft nur Kohle weg und unser Mana ist voll. Also die Pools, ich habe in Kristall momentan, der oben am Turm steht, am Mageturm, sind glaube ich 3 Mana-Pools drin. Die sind voll. Also ja, von da aus hätte ich eben vor, verschiedenste Strahlen zu verschiedensten Gebieten. Und das möchte ich auch noch machen, das wäre cool. An sich bringt uns das Ganze aber nicht mehr so viel. Weil es gibt die Fruit of the Gaia, klar. Unendlich Essen, also ein Apfel, der nur Mana verbraucht. Allerdings haben wir eigentlich unendlich Essen. Also wir produzieren, nee, Fische produzieren wir nicht unendlich, aber Äpfel sind voll. Äpfel, das reicht schon. Apple Juice und wir sind durchgängig voll und brauchen nie wieder was anderes essen. Also das Fruit of the Gaia wäre jetzt nicht so lohnenswert. Dann gäbe es die ganzen Medaillen und diesen Umhang, aber die nutzen uns im jetzigen Stadion halt eigentlich auch nichts mehr. Als nächstes würde es Botani ist eigentlich relativ abgehakt. Ich möchte das zwar noch machen, Fruit of the Gaia sammeln, den Gaia-Boss ein paar Mal plätten, aber wie gesagt, der ist für den Anfang sehr hilfreich, obwohl wir ihn am Anfang halt nicht gemacht haben. Und er bietet halt guten Endgame-Stuff, wie eben Fruit of the Gaia und so, die halt seelengebunden ist. Nur ist das meiner Meinung nach jetzt auch nicht mehr das Wichtigste. Nächste Sache wäre Blood Magic. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber mir kommt vor, dass Blood Magic seit Blood Magic 2 viel zu wenig Funktion hat. Also in Blood Magic 1 gab es noch die richtig guten Rüstungen, also die richtig gute Rüstung, und ja, jetzt gibt's die Living Armor und die alte sah aber richtig cool aus, richtig schön detailliert, und die neue also meh. Also Blood Magic 2 ist nicht, finde ich, nicht mehr so cool und ansprechend wie den 1er Teil. Und wie gesagt, der Mod ist halt auch wieder nur für den Anfang, obwohl ich nicht mehr weiß, was du für den Anfang wirklich Gutes damit machen willst, weil ich jetzt die ganzen Sachen wirklich überhaupt nicht so gut finde. Die einzige Sache von Blood Magic, die ich verwende, ist das Blutritual. Nicht das Blut, das Lava-Ritual, mit dem ich Lava herstellen kann. Und um dieses rum platziere ich die Botania-Blumen, die Lava brauchen und Lava verbrauchen. Und somit habe ich wieder eine unendliche Mana-Quelle. Und das möchte ich eigentlich auch noch bauen. Also es gibt schon ein paar Sachen, die ich bauen möchte. Und ich nicht weiß, ob ich die offscreen baue, ob ich die in Kamera baue oder ob ich die überhaupt noch baue. Weil das wären schon noch ein paar Ideen, was zum Realisieren wären. Und sonst wäre Blood Magic für mich jetzt eigentlich auch nichts Interessantes mehr. Wir haben den Altar. Ich weiß gar nicht, ob wir den größten haben. Also den größtmöglichsten, was gibt, den kann man, glaube ich, bis heute noch nicht craften, weil man die Steine nicht craften kann. Aber den mit den Beacons, ich meine, Netherstars, Beacons, könnten wir stackweise craften, wenn wir wollten. Und ja, Eisenblöcke haben wir genügend. Also das wäre nicht das Problem. Wir könnten auf den Server gefühlt in meiner Base 1000 Beacons aufstellen, überall in der Base verteilt. Und ja, das bringt sich halt nichts im Grunde, und Blood Magic ist halt, finde ich, dadurch auch überflüssig geworden, weil wir den halt echt für nichts mehr brauchen. Die einzige Sache, worauf ich mich eigentlich gefreut hätte und warum ich eigentlich auch am Anfang so ein bisschen eine Pause machte, war Thaumcraft. Denn der Entwickler von Thaumcraft hat ein Interview gegeben. Also, da gibt es einen Typen, der interviewt Mod-Hersteller. Und, ja, er sagt in diesem Interview, dass eigentlich Thaumcraft fertig ist und er es eigentlich einen öffentlichen Release in den nächsten 2 bis 3 Wochen raushauen möchte. Ich glaube, das Video ist mittlerweile auch 2 Monate alt. Also, der hält seine Versprechen genauso gut ein wie ich. Und die Angst, die ich habe,
die sich wahrscheinlich auch realisieren wird. Der Mod wird wahrscheinlich nicht mehr für 1.10 rauskommen, sondern für 1.11. Was halt wiederum ein Problem ist, weil andererseits viele Mods sind auf 1.11 geupdatet. Hier haben wir aber wieder das gleiche Problem wie schon bei der 1.10. Ich möchte eigentlich einen direkten Port von dem Modpack auf die 1.11 und nicht wieder auf die ganzen Mods warten, sprich auf Employed Energistics. Möchte ich nicht wieder warten, bis das auf 1.11 geupdatet wird, weil ich mag Employed Energistics einfach lieber als Refines Deutsch. Der fordert mich mehr an, Refines Deutsch finde ich langweilig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, viele Modpacks haben mittlerweile Refines Deutsch. Mir gefallen die Texturen nicht so, ich weiß, die wurden überarbeitet, aber mir gefallen die Texturen nicht so. Mir gefällt das Prinzip nicht, mir gefällt das Ein-Channel-Prinzip nicht. Ich mag Herausforderungen, mir gefällt das. Deswegen persönlich gefällt mir auch das Stromsystem von IndustriCraft, wo du auf die unterschiedlichsten Stromeinheiten achten musst, also wirklich Strom konvertieren musst. Das gefällt mir am besten. Und ja, das ist halt das Ding. Und Soundcraft ist halt einfach ein Mod, worauf ich mich jetzt persönlich schon gefreut habe. Aber bis jetzt nichts passieren wird und wie gesagt, ich glaube, das wird erst für 1.11 erscheinen. Wie ich es mitbekommen habe, ist Employed Energistics auf GitHub, glaube ich, schon wieder. Gibt es eine 1.11 Version. Allerdings müsste ich die wieder runterziehen und die compilen. Dann allerdings dürfte ich das Modpack ja wieder nicht öffentlich machen, da ich keine Chars im Internet verbreiten darf, die nicht mir gehören. Also darf ich den Mod nicht einfach als compilte Char in mein Modpack nehmen, weil dadurch könntet ihr das downloaden und könntet die Char nehmen und sie in eure Modpacks packen oder sonstiges. Das ist mir nicht erlaubt, das darf ich nicht, tut mir leid. Das bedeutet, ich dürfte die Version des Modpacks wieder nicht öffentlich machen. Und das wäre auch wieder blöd, wenn ich mit der Employed Energistics spiele und das zeige, ihr es allerdings wieder nicht könnt. Und das finde ich persönlich relativ schade. Und ich glaube, NIO ist bis jetzt nicht geupdatet worden. NIO, glaube ich, ist bis jetzt nicht geupdatet worden. Und Thermal Expansion weiß ich gar nicht. Da kommen wir auch noch ganz schnell zum Thema Thermal Expansion. Haben im Projekt Leute gefragt, warum ich Thermal Expansion nicht reinpacke. Und ich sagte ganz simpel, weil er unnötig ist. Und das möchte ich hier auch ganz klar sagen. Employed Energistics wird nicht ins Modpack kommen. Gleich wie in der Anti-Modpack, da gab es den auch nicht. Einfach weil er keinen Sinn ergibt. Wir haben Ender.io und wir haben Mechanism und wir haben auch Actual Editions, den ich vorher auch nicht reinpacken wollte. Das bedeutet, wir haben nun durch Actual Editions einen Crusher, welcher zum Beispiel Eisenerz in zwei Eisendust verwandelt. Dann haben wir die Segmill, die macht genau das gleiche. Und dann haben wir eine Enrichment Chamber, die macht genau das gleiche. Und dann haben wir sogar noch den Macerator, der macht genau das gleiche. Macerator natürlich ist ein Unterschied, der läuft mit EU. Die anderen drei Maschinen, gegen die ich aufgezählt habe, laufen alle drei mit der F und tun alle drei genau das gleiche. Das bedeutet, wir haben schon drei Maschinen, die das gleiche machen. Und alles, was Thermal Expansion hinzufügt, also so gut wie alles, es gibt noch ein paar Maschinen, die sowas nicht machen, aber so gut wie alles, was Thermal Expansion hinzufügt, machen die anderen Mods schon. Warum sollte ich eine Maschine hinzufügen? Warum sollte ich Thermal Expansion hinzufügen? Nur um zum Beispiel wieder Eisen crushen zu können und sie in einem Furnace, in einem Electric Furnace, nicht Electric Furnace, wie hieß der? Ach, keine Ahnung, Redstone Furnace, glaube ich. Nur um sie in einem Redstone Furnace schmelzen zu lassen. Was ich genauso gut mit einer Segmill und einem Alloy Smelter machen kann. Oder genauso mit einer Enrichment Chamber und mit einer Smelting Factory. Oder eben mit einem Crusher und ich wette, es gibt von Actual Editions auch wieder so eine. Das ist also für mich unnötig und macht überhaupt keinen Sinn, den mit reinzunehmen. Weil es einfach, ja, unnötig ist, etwas hinzuzufügen, was es schon gibt. Und deswegen persönlich, ich habe mitbekommen,
viele haben sich gefreut, dass Thermal Expansion released wurde und ich dachte mir, ich brauche den Mod nicht. Also mir war der so gleichgültig, wie er mir schon lange nicht mehr war. Früher spielte ich natürlich gerne damit, aber seit Ender.io so groß geworden ist und mir Ender.io persönlich auch besser gefällt, weil eben auch die tollen Item-Conduits und die Energy-Conduits, die du auch schön auf einem Block platzieren kannst, das finde ich schöner, netter, bedienfreundlicher als wie das von Thermal Expansion. Wobei Thermal Expansion ja auch nur die Maschine hinzufügt und du für die Kabel Thermal Dynamics brauchst. In der Anti-Modpack zum Beispiel gab es Thermal Dynamics, aber kein Thermal Expansion. Und ich weiß nicht, ob wir Thermal Dynamics reinnehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde es so lassen, wie es ist, weil es so vollkommen ausreicht und so. Ich bin so vollkommen zufrieden. Und ja, das ist das Ding. Also Thermal Expansion wird nicht reinkommen. Farmcraft braucht eine Weile. Und das mit Zero Project 2 habe ich angesprochen. Dann bin ich, glaube ich, eigentlich mit dem Thema fertig und möchte noch zu einem weiteren Thema kommen. Und dieses Thema möchte ich ganz kurz nur anschneiden, und zwar das neue YouTube-Design. Wer es nicht mitbekommen hat, ich mache mal so. Ja, okay. Wer es nicht mitbekommen hat, YouTube hat ein neues Design. Ja, und ich wollte das einfach nur mal zeigen für Leute, die es nicht kennen. Das ist jetzt noch kein hundertprozentiges Design. Also ich glaube, es ist jetzt noch nicht hundertprozentig draußen. So wird das Design aussehen. Und andererseits muss ich sagen, am Anfang gefiel es mir nicht so. Mittlerweile gefällt es mir aber schon. Also mittlerweile, ich habe mich daran gewöhnt, ich verwende es. Es gibt nur ein paar Sachen, möchte ich halt nur kurz ansprechen. Persönlich weiß ich, wie das bei euch ist, die ich damals besser fand und die ich jetzt im neuen YouTube quasi vermisse. Zunächst Start, Trends, Abos. Trends von mir aus hätten sie niemals gebraucht. Das Ganze gibt's zwar noch, und zwar hier, also das ist jetzt links, aber ich finde das, also ich habe es am Anfang nicht überlaut, dass es da links ist. Ich ging darauf, wollte auf Abos klicken und dann fiel mir auf, warte mal, sind wir hier? Dann schalte ich mich um und habe erst überrissen, ah, das ist da drüben. Hier steht jetzt Verlauf, weil ich angemeldet bin. Sonst würde hier, glaube ich, Abos stehen. Das ist ja ein privates Fenster. Also für die Leute, die es nicht wissen, hier kann man alles Mögliche eingeben. Ist für zum Beispiel für Streamen sehr gut, das gibt es in Firefox. Also deswegen bin ich hier jetzt auch nirgends eingeloggt oder so. Sodass jetzt ich hier auch keine Angst haben brauche, irgendwas zu zeigen, was ich nicht zeigen will. Also hier sind eben die, hier sind jetzt eben die Sachen, die wurden hier rüber verrückt. Und an sich gefällt mir das relativ gut, also wenn wir zum Beispiel auf meinen Kanal gehen, dann sieht das Ganze jetzt hier zum Beispiel so aus. Und wenn wir auf mich gehen, fällt zum Beispiel das erste ein, der Banner geht eigentlich über den ganzen Bildschirm, also er ist deutlich größer und schöner zum Sehen quasi. Und das Profilbild ist auch nicht mehr mit dem Banner verankert, sondern ist jetzt eben schön hier drunter. Abonnier-Button ist schön hier. Hier wird auch die Abonnentenzahl angezeigt und sogar auf den Abonnier-Button. Ihr kennt das aber, bei mir gibt's, bei mir wird das nicht, ich hab das nicht. Ich hab das aus, aber XiCrime zum Beispiel hat das an. Der hat jetzt die 100 Abonnenten. Ah, okay, hier wird's tatsächlich nicht hier angezeigt. Aber hier sieht man das schön, hier wird das angezeigt, 100 Abonnenten, aber ich glaube, eigentlich müsste das auf den Abo, ja, hier. Hier sieht man das eben, also unter Videos sieht man das. Und ja, hier haben wir eben das, wie gesagt, das neue Design. Gefällt mir an sich schon, gibt nur zunächst einmal, hier gibt's nicht mehr das von mir empfohlene Video. Das ist hier weg. Ich weiß nicht, ob ich dafür, naja, alle wiedergeben wollen wir nicht. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie übersehe, neu einstellen müsste. Ich weiß nicht, ob das wieder, also ich hoffe, das kommt wieder. Das ist also das ist eine Sache, die stört mich. Die sollte auf jeden Fall wiederkommen. Denn sonst finde ich die Übersicht jetzt nicht gerade das
spannendste. Ich meine, die Sortierungen bleiben alle gleich, wie ich sie früher gemacht habe. Nur, finde ich, hier gehört halt einfach das große Video, wo hier schön empfohlen ist und dann hier die Videos und so. Das sieht einfach besser aus als wie das hier. Es gibt übrigens auch einen Nachtmodus. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, hier kann man das einschalten. Also es gibt bei YouTube auch einen Nachtmodus, der ist eben schwarz. Wer es braucht, weiß nicht, irgendwie sieht es schon cool aus. Allerdings bei meinen Videos natürlich dadurch, dass ich den weißen Rahmen hier verwende, damit die Videos so ein bisschen den coolen Effekt haben, reinzustehen, wirkt das dann bei mir auf meinem Kanal nicht mehr so cool. Also habe ich das lieber aus, dann geht das hier wieder so schön rein. Ja, das, wie gesagt, ist das neue YouTube. Also das ist halt ein Punkt, der mich stört, wenn man eben hier nicht mehr das empfohlene Video hat. Und ja, dann gibt es eben noch den Videosreiter, aber das fühlt sich halt, irgendwie fühlt sich halt der Videosreiter dadurch jetzt so an, als wäre ich hier unterwegs. Weil, ich meine, hier sind ja alle Videos, die ich so durchtappen kann. Also hier, also das sind jetzt nicht alle, zum Beispiel geht es nur bis 23, aber das hier fühlt sich ja genau, also das ist halt exakt das hier. Man merkt hier keinen Unterschied, das ist exakt das und das fühlt sich irgendwie nicht so, ja. Also hier sollten sie unbedingt wieder das große Bild einfügen mit dem Empfohlen und ja, Videos kann so bleiben wie es bis jetzt immer schon war, kann so bleiben. Was ich auch vermisse, sind hier rechts die selbst eingestellten empfohlenen Kanäle. Ich hoffe, die kommen auch wieder hinzu. Die vermisse ich hier. Die gibt es hier nicht. Also es gibt hier quasi noch die empfohlenen Kanäle, aber halt unter Kanäle. Das hier sind die Kanäle, die ich persönlich vorgeschlagen habe. Die Kanäle, das gab es zwar früher schon hier, den Reiterkanäle, und dort wurden die vorgeschlagen. Allerdings wurden die Kanäle halt auch hier rechts vorgeschlagen und das vermisse ich, das sollte unbedingt wieder zurückkommen. Die ganzen Links hier, die im Banner sind, gibt es noch ganz normal, die sind hier. Playlists gibt es auch noch, wie gewohnt, gewohnte YouTube-Playlists. Eben Kanäle sind halt hier, Kanalinfo sieht halt so aus. Und wenn wir wieder auf die Übersicht gehen und dann halt auf ein Video klicken, dann sieht das Ganze so aus. Hier kann man auf mehr Anzeigen klicken. Ich weiß nicht, ob mir das, also an sich das andere gefällt mir, aber ich weiß jetzt nicht, ob mir das so gut gefällt. Irgendwie, keine Ahnung, es ist Umgewöhnungssache, klar. Neuerdings wird halt auch hier das Profilbild angezeigt. Das wurde es ja früher, glaube ich, nicht. Also früher, glaube ich, bei einem Video wurde hier nicht das Logo. Also das ist schon eine nette Erweiterung. Ja, auf den Abonnier-Button, wie gesagt, würde normalerweise die Abonnentenzahl stehen. Bei mir gibt es das ja nicht. Das habe ich hier ausgeschalten. Und hier gibt es, das glaube ich, gab es früher schon, eine ganz normale Suchfunktion. Und ja, so sieht halt das neue Design aus. Auch der Banner schön, also wenn man runterscrollt. Das bleibt hier, also das ist auch cool, dass dieser Reiter nun mitgeht. Das bedeutet, wir können auch, wenn wir ganz unten sind, immer noch auf Videos klicken. Und können aber wieder hochscrollen, denn nur der Banner wird verschwindet. Und wie gesagt, das bleibt noch hier. Obwohl sie das noch ein bisschen besser designen sollten. Also wird es wahrscheinlich sowieso, aber das gehört noch, finde ich, ein bisschen weiter runtergesetzt, so dass wir hier das ganze Logo haben und der Abonnier-Button auch schön da ist und nicht so abgeschnitten wird. Finde ich, denn sonst, also entweder sie sollten das ein bisschen runtersetzen, damit man das schön sieht, oder sie sollten das ganz abschneiden, so dass man nur den Reiter hat. Eins von beiden, aber das ist meiner Meinung nach, also das ist designtechnisch jetzt nicht das, was mir gefällt. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so meist geschaut mehr. Tut mir leid, dass meine Videos nicht mehr so geschaut werden, aber ich habe, auch wenn ich nicht mehr oder nicht der größte und bekannteste bin, habe ich trotzdem, glaube ich, das Recht zu sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Für die paar Leute, die sagen,
für die aufrufe, sollte der eigentlich nicht sagen, was ihm gefällt und nicht. Ich habe das Recht dazu, mir zu sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Also, wenn du so einer von der Sorte bist, bitte geh von meinem Kanal, denn dann kann ich auf deinen Aufruf auch pfeifen, wenn ich so sagen kann. Ja, wie gesagt, das ist das neue YouTube-Design. Und dann gibt es eben noch die ganz allerletzte Sache, die ich ansprechen möchte. Und das ist eben Folge 8 von Spy vs. Spy. Ist auch relativ peinlich, wenn man eigentlich nur 8 Folgen von einem Let's Play braucht, um es zu beenden. Denn die letzte Folge, also Folge 8, wäre die letzte Folge. Und somit wäre Spy vs. Spy beendet. Und wir haben das ganze Spiel durch. Ja. Ich möchte Folge 8 natürlich noch bringen. Nur ist das Ding, ich habe Folge 1 aufgenommen. Folge 1 habe ich aufgenommen. Gespielt. Dann am nächsten Tag nahm ich Folge 2, 3, 4 und... Na, 4, also 2, 3 und 4 nahm ich am nächsten Tag auf. Das bedeutet, wir haben 3 Folgen von 8, die an einem Tag aufgenommen wurden. Und 5, 6 und 7 wurde auch an einem Tag aufgenommen. Das bedeutet, ich habe das Let's Play eigentlich in 3 Tagen bis Folge 7 gemacht. Hatte eigentlich vor, nach Folge 7 direkt Folge 8 aufzunehmen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Und dann verschob sich das bei mir immer wieder, weil ich die ganze voraus hatte. Und dann dachte ich mir, ach, nimmst du heute noch nicht auf? Du hast ja noch eine Folge. Aber verschob sich das und verschob sich das. Ich habe bis heute nicht Folge 8 aufgenommen. Die möchte ich wirklich noch gerne aufnehmen. Und wenn wir die aufgenommen haben, ist das Let's Play beendet und ja, das war's dann. Und des Weiteren möchte ich noch eine Ankündigung machen zu diesem Kanal. Dieser Kanal, hier zum Beispiel gibt's das. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil das das aktuellste Video ist. Ja, dieser Kanal soll hoffentlich bald belebt werden. Also hier sollen, wenn es klappt, wie ich es vorhabe, Videos drauf kommen. Und ich kann ja jetzt sagen, was das Ganze ist. Ist natürlich, glaube ich, niemals schwer gewesen, das Ganze zu enträtseln. Super Alien 64 ist natürlich eine Hommage an Super Mario 64, was ein Nintendo 64 Spiel ist, was von Nintendo ist. Das bedeutet, dieser Kanal soll ein reiner Nintendo-Kanal werden und hier sollen Nintendo-Spiele kommen. Das bedeutet, ich möchte auf meinen Hauptkanal, eigentlich habe ich dort nicht vor, wirklich Nintendo-Spiele hochzuladen, sondern das eben hier zu machen. Also hier wird Zelda und sonstiges kommen, wenn ich es halt schaffe einzuhalten. Also ich möchte diesen Kanal bald beleben. Und da ich das Ganze jetzt gesagt habe und das raus ist, werde ich mich jetzt mal dran setzen und wirklich mal hier ein Banner-Design und ein Profilbild, wahrscheinlich einfach nur eine Übergangslösung, aber die zwei Sachen waren jetzt hier die längste Zeit drin und mittlerweile, jetzt da ich es aufgelöst habe oder jetzt da man es ja weiß, ist es ja jetzt egal, ob ich das hier noch versteckt halte oder nicht und kann dann hier endlich mal anfangen, gescheit zu verlinken. Hier kann ich leider nichts mehr ändern, weil das gibt's nicht mehr. Ja, Kanäle, Hauptkanal, das glaube ich werde ich alles so lassen. Also diesen Kanal werde ich relativ schlicht halten, Kanäle werde ich glaube ich, ja, die Standardleute verlinken, die auf meinem Hauptkanal sowieso schon verlinkt sind. Und hier glaube ich nur ganz stumpf meinen Hauptkanal. Ja. Und das war's. Und dann möchte ich bitte noch, alle, dass es für den lieben XI Crime noch einen Applaus gibt, da er die 100 Abonnenten geschafft hat. Okay Leute, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!